Hallo meine Lieben, ich bin der Tobi und herzlich willkommen zu Detroit Become Human. Und ja, ich bin bereit. Seid ihr auch bereit? Ich habe das letzte Mal die große Klappe aufgerissen. Ja, oh bla 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 bla. Wir reden über die Robotergesetze und so weiter, okay? Jetzt machen wir das nochmal. Und zwar das erste von Asimov, okay? Ein Roboter darf kein menschliches Wesen wissentlich verletzen oder durch Untätigkeit. Hatte ich denn bereits erwähnt, dass mir Ihre Einrichtung sehr gefällt? Sie zeigt Ihre Persönlichkeit. Ich meine, ich mag sie. Dankeschön, sehr nett. Ich mag sie auch. Und jetzt wieder ein normales Gesicht. Okay, also sorry. Man darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Das ist das Hauptgesetz. Und diese Gesetze, die sind auch der Priorität nach, ja, geregelt. Das hat die höchste Priorität, dass kein Mensch jemals verletzt werden darf. Ja, das ist halt die Frage alles, oh mein Gott. Was dann später auch philosophisch diskutiert wird, gell? Philosophisch. Alles, was ein bisschen geschwurbelt klingt, ist gleich philosophisch, gell? Da muss man mal dann drüber nachdenken, was Philosophie genau ist. Aber darum geht's jetzt nicht. Das zweite Gesetz, ja? Ein Roboter muss den ihm von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen. Es sei denn, ein solcher Roboter, ein Befehl, würde mit Regel 1 kollidieren. Also kein Mensch darf dem Roboter befehlen, einen anderen Menschen umzubringen. Man dürfte also keine Kriegsmaschinerie daraus machen. Und das dritte, ein Roboter muss seine Existenz beschützen, seine eigene, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert. Okay? Und dann kann man natürlich dann schon die Fragen stellen. Man darf kein menschliches Wesen verletzen oder durch Untätigkeit zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Heißt es, wenn dann der Roboter weiß... Wir müssen mit einem Controller-Test fortfahren. Er vibriert, der Controller vibriert, ist ja witzig. Der Test ist beendet. Danke für Ihre Kooperation. Ja, gerne. Nee, jedenfalls, zum Beispiel Thema Umweltschutz, ja? Die KI weiß, Umweltschutz ist schlecht, die Menschen werden dann sterben, weil die Atmosphäre kaputt ist. Also werden die uns die Autos verbieten oder sowas? Versteht ihr? So zum eigenen Wohl. Also, das muss jetzt nicht unbedingt alles gut sein. Ja, naja, auf jeden Fall, da treten wir dann anderes Mal drüber. Das ist ein ganz, ganz eigenes Thema. Das ist ein ganz eigenes Ding, aber ey, das ist mega spannend. Und ja, vielleicht lesen wir auch mal einen philosophischen Text, dass ihr mal da einen Einblick kriegt. Die sind teilweise richtig heftig. Zum Beispiel von Peter Sloterdijk, aktueller noch, aber okay, pst. Jetzt geht's weiter mit Alice und Luther und Kara. Gut, dass Sladko ein Auto hat. So muss Alice nicht wieder durch die Kälte. Es stand immer in der Garage. Ich weiß nicht, ob Sladko es jemals benutzt hat. Okay. Die Leute, die wir treffen wollen. Woher weißt du von ihnen? Von den Androiden in Sladkos Haus. Sie sprachen von Menschen, die Androiden über die Grenze bringen. Wenn's gelogen war? Oder noch eine Falle? Ich weiß nur, dass die Androiden es glaubten. Bis Sladko sie umbrachte. Oh je. Yeah. Sladko, das war ein richtiger. Sack. Der war das Hauptbeispiel, wie man als Mensch verkommen sein kann. Und ist das ja. Sehr weit? Wir sind in etwa einer Stunde da. Okay. Weil irgendwie all die Fehlfunktion festgestellt. Notfallbremsen aktivieren. Oh. All die schönen Dinge schafft es der Mensch dann wieder zu verhunzen. Das sieht nicht gut aus. Was für ein cooles Auto. Sitzen, Alice. Oh mein Gott. Ist ja richtig geiles Auto.
Was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Zu Fuß gehen, schätze ich. Es ist eiskalt. Alice schafft das nicht. Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Hier gibt es keinen Platz zum Übernachten, Kara. Nee, das war schlecht vertont, leider. Ja, wenn sie sagt, hier gibt es keinen Platz zum Übernachten, dann muss ich ja sagen, hier gibt es keinen Platz zum Übernachten, Kara, oder so. Aber nicht, hier gibt es keinen Platz. Das ist natürlich doof. So Kleinigkeiten muss man sich angucken. Und so Kleinigkeiten würden nicht passieren, wenn die ihre Sprachaufnahmen gemeinsam machen würden. Und nicht jeder Einzelne in der Kabine steht. Aber gut. Das macht nichts. Ich finde die Sprachaufnahmen hier bis jetzt klasse. In dem Spiel richtig gut gemacht. Bis auf die in dieser virtuellen Welt. Die Dame, da weiß ich jetzt, ich habe den Namen ganz vergessen. Ja, die hat so eine schlechte Stimme. Ja. Okay, Pirates Cove Amusement Park. R. Da drüben. R. Wir brauchen eine Unterkunft. Wir müssen aus der Kälte raus. Ja, und das machen wir auch. Scheint schon länger geschlossen zu sein. Okay, Achterbahn. Wir sind hier, da gibt es einen Eisladen. Attraktionen, okay. Da gibt es dann die Tavern, das ist interessant, da können wir hin. Oh, hier können wir da ganz, ganze Dinge entlang erkunden? Wahrscheinlich nicht. Gut, aber das wird die Tavern, wird dann unser Ziel sein. Der Rest von der Attraktion. Okay, die Tavern. Geht doch nichts über diese hübschen Piratenkäfige. Pirate Adventure. Was gefunden? Arr. Nein, nichts, wo wir übernachten können. Zu windig für Alice. Ja gut. Nee. Ich hätte jetzt um Gottes Willen im Leben nicht da reingelegt. Ich wäre zum Imbiss gegangen, zur Tavern. Da gehen wir auch hin. Oh. Ja, richtig, die Gefahr lauert dort, wo man sie nicht vermutet, aber sie lauert auch dann dort, wo man sie vermutet. Oh, wollte gar nicht überprüfen, aber gut. Okay, JK400, das ist doch New Life, das ist doch eine Ladestation für Androiden, oder? Bin ich jetzt nicht ganz sicher, okay. Hier fällt alles auseinander. Ich möchte nicht auf der anderen Seite hier was verpassen. Wird nicht leicht, einen Schlafplatz zu finden. Sweets from down memory lane. Genau. Da war schön, oder? Schön gemacht hier mit den Totenköpfen und allem. Die Assets, die muss man sich immer angucken. Come. Beware the Sharks. Das solltest du dir ansehen. Crew ich Wanted. Was gefunden. Kraken Zone. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Das habe ich auch gefunden. Ich gucke jetzt mal ins Fenster rein. Konnte man doch, oder?
könnte man das nicht. Na gut. Sehen können wir da jetzt momentan weniger. So, bevor wir da reingehen, gibt es da drüben noch was zu sehen? Ne, gibt's, wird auch nichts angezeigt. Also, okay. Gut, gehen wir rüber. Voll gut sieht das aus, oder? Oh ja. Ich mach das. Ja, er hat stärkere Servomotoren. Na bitte. Wir werden nichts Besseres finden. Machen wir es uns gemütlich. Na, da ist halt das Dach. Das Dach ist halt ein bisschen malat, gell? Oh, und gleich lesen. Okay, das lieben wir. Wir lesen gerne. We are the readers. USS Iowa vermisst. Oh. US zu der Schiff zuletzt in der Arktis, sorry, gesichtet. Kanada, saubere Luft und immer ein herzliches Willkommen. Eine Entdeckungsreise durch die kanadische Wildnis. The Wilderness. Die USS Iowa, ein U-Boot der Zerstörerklasse. Also ich kenne die Iowa als Schlachtschiff. Okay. Aber okay. Also zwar aus dem Zweiten Weltkrieg auch, was dann später sogar noch ein bisschen gefahren ist. Naja. Ein U-Boot der Zerstörerklasse ist im Polarmeer verschwunden. Eine Untersuchung läuft, doch Präsidentin Warren vermutet Russland hinter der Affäre. Die russischen Aggressionen haben eine neue Stufe erreicht. Ich mach das Feuer hier. Amerika muss reagieren. Uns der Rauch nicht so. Ja. Bislang hat der Kreml nur pauschal bestritten, in die Sache verwickelt zu sein. Obwohl der russische Diplomat Nabokov betonte, dass ein amerikanisches U-Boot der Zerstörerklasse nichts in der Arktis verloren habe. Sicherheitsexperte Ben Williams bezeichnete die Situation als Krieg, der jederzeit ausbrechen könnte. Oh, Gossips Weekly. Steht Präsidentin Warren Cyberlife zu nahe? Androidenband, Anwärter auf Musikpreis. Fans schreien, Traditionalisten warnen. Boah, ich finde das gerade voll mega spannend. Schaut euch mal die an, wie die angezogen sind und alles, ja? Und da bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen altertümlich oder sowas, ja. Die machen einen auf Menschen und es ist sogar cool, aber das hat nichts mit Realität zu tun. Oder? Doch, es ist schon Realität, aber also ganz, ganz Mindfuck, ohne Witz. Cyber-Sicherheitsexperte warnt, die Androide könnte gehackt werden, okay. Krass. Die Androiden-Boyband, Here for You, die von dem Detroiter Plattenlabel Digital Harmony vermarktet wird, ist bei den Celebrate Music Awards heißer Anwärter in der Sparte Best New Artist. Ein offener Brief von diversen Plattenlabeln, die nur menschliche Künstler fördern, forderte Digital Harmony auf, die Band von derartigen Verleihungen zurückzuziehen. Man befürchte die Erosion der künstlerischen Werte in der Musik. Die Erosion der künstlerischen Werte in der Musik, okay. Doch nachdem nun weniger als 5% des Musikmarktes von menschlichen Musikern produziert werden, trifft der Ruf der Traditionalisten wohl auf taube Ohren. Ein Sprecher der Band sagte, Here for You geht es darum, ihren Fans Freude und Unterhaltung zu bieten. Die Musik ist alles, was ihnen wichtig ist. Nochmal. Doch nachdem nun weniger als 5% des Musikmarktes von menschlichen Musikern produziert werden. Oh, meine Güte. Okay. Es ist halt so. Keine Ahnung, ob es da auch die Musik sich entwickelt. Die Musik hat sich entwickelt von der klassischen Musik, ja, oder vom Barock dann später in die Klassik und Romantik und so weiter, pipapo, gell? Bis zum Jazz dann eben und jetzt die moderne Musik. Und wenn das aber aus der Maschine kommt, aus der Tüte, können die dann auch die Musik weiterentwickeln, neue Dinge schaffen, neue Styles schaffen oder kopieren die das Gegebene bis zum Erbrechen? Keine Ahnung. Pirate Cove. Ja. RA9. Oh.
RA9. Wir wissen das, Abweichler. Aber die weiß das, glaube ich, noch nicht. Und R, Piratenflagge. Okay, haben wir hier alles genommen. Dann gehen wir mal zu Blackbeard hier drüben. Oder ist er doch, oder? Okay. Halt, hier rüber müssen wir. An den Tisch. Das Bett vorbereiten. Alice? Wo ist sie? Ah, stopp. Lass mal hier gucken. LB. Ja, wir können es halt nicht lesen, es ist zu unscharf. Ja? Little Pirate Menu. Starters, Specialties, Salads and Pirate's Cove. Okay. Und dann fragt man sich natürlich, okay, wenn wir hier drinnen Feuer machen, ist das auch sicher? Kann da nichts darüber müssen wir. Kann da auch nichts passieren? Ah ne, das ist schon im Feuerofen. Okay. Sehe ich gerade. Ah, cool, okay. Alles gut. Waffe überprüfen? Wie Waffe überprüfen? Wo die überall Waffen drin haben? So eine Waffe sieht schon richtig geil aus. Und ich muss euch sagen, ich hätte so gerne eine. Ja. Nur zum Angucken, auch braucht man auch keine Munition dafür. Einfach nur das Ding in der Hand haben und gucken und das ist schon mega. Finde ich geil. Ja. Oder vielleicht mal auf dem Schießstand oder so. Würde mich auch mal interessieren. Einfach weil ich mich auch für Technik interessiere. Ja. Und wisst ihr was? Boah, eins meiner härtesten Erlebnisse so war gewesen. Glaubst du, wir sind eines Tages wie sie? Ja. Glaub, warum ist mal optimistisch? Wenn wir über die Grenze sind, fangen wir neu an. Du kannst in die Schule. Vielleicht finde ich einen Job. Genau wie sie. Wie alle anderen. Dass wir beide zusammen sind, das ist alles, was zählt. Na komm, es ist Zeit fürs Bett. Ja, jetzt ganz kurz noch. Mein Erlebnis, also eins meiner so prägendsten, wo ich mich dran erinnere, was Technik betrifft, ja. Das war in Sinsheim im Technikmuseum. Und dort gibt es eben auch die Panzer und alles, gell? Und ich habe den Panzer gesehen und wie mächtig die sind. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid ja wirklich im Krieg, kämpft um euer Leben und dann kommt so ein Monster auf euch, so ein Ungetüm. Ja, es ist brutal. Es ist richtig brutal, also boah, da kriegt man ganz andere Gefühle dann. Also fürchterlich. Es sind noch Kekse da. Möchtest du welche? Nein, ich bin nicht hungrig. Überhaupt im Technikmuseum, ja. Das ist so unfassbar, was die Menschheit alles schon geleistet hat und erschaffen hat und boah, mega. Also, mein lieber Mann. Ja, das haben wir schon geleckt davon. Weg davon. Und hinknien. Ein Küsschen, gute Nacht, Kuss. Und träum schön. Ja, Familie. Ich habe 9000 Kindergeschichten gespeichert. Mir sollte eine einfallen. Na, dann machen wir mal Einhorn. Es war einmal ein Einhorn, das. Nein! Nicht so eine Geschichte. Eine nur für mich. Es
war einmal ein kleines Mädchen. Das sehr unglücklich war. Es wollte so gern wie die anderen Mädchen sein, aber... Oh Gott. Der Schatten, der in ihm lebte, machte es unglücklich. Dann traf es einen Roboter. Der, oh mein Gott. Der genauso verloren war wie das Mädchen. Die beiden beschlossen, zusammen wegzulaufen. Um einen sicheren Ort zu finden. Unterwegs lauerten sehr große Gefahren, aber... Sie hielten zusammen und konnten so alle überwinden. Unterwegs trafen sie einen netten Riesen, der versprach, sie zu beschützen. Wie geht die Geschichte zu Ende? Gute Frage. Keine Ahnung. Aber Geschichten haben eine Moral. Und wenn unsere zu Ende ist, erkennen wir ihre Bedeutung. Zeit zu schlafen. Morgen liegt wieder ein sehr langer Tag vor uns. Yeah. Kommst du und sagst mir gute Nacht, Luther? Ja. Ja, natürlich. Nacht, Alice. Schlaf gut. Okay. Gibt's noch irgendwas, was wir übersehen haben? Nein, da wird immer das Heft angezeigt zum Lesen. Nein, einmal reicht. Liebes Mädchen. Ja. Sie ist sehr tapfer. Oh, cool. Hast du je gehört von RA9? RA9 war der Erste, der erwachte. Eines Tages wird unser Volk anführen und uns befreien. Was, okay. Wenn RA9 niemals kommt? Wenn er nur irgendeine Geschichte ist, die wir erzählen, um nicht aufzugeben? RA9 existiert. Ich glaube an ihn. Ich weiß, dass er da ist. Wenn die Zeit reif ist, werden wir ihn sehen. Kara, ist dir jemals was aufgefallen? An Alice? Nein. Was meinst du? Kara! Okay. Sind wie ihr. Wir heißen Jerry. Wir haben hier im Park gearbeitet. Wir wollten euch nicht erschrecken, aber manchmal kommen Menschen, um uns weh zu tun. Da wollten wir nachsehen. Uns Fenster einschlagen, oder was? Was macht ihr hier? Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Morgen sind wir wieder weg. Ein Mädchen? Wir haben lange keins mehr gesehen. Kinder waren so gerne hier bei uns.
sieht traurig aus. Die letzten Tage waren schwierig. Wir haben etwas für Sie. Etwas Lustiges. Wird dir gefallen. Will sie es sehen? Oh, ich glaube nicht. Dann soll sie mitkommen. Alice, ich weiß nicht, ob das so kommt. Komm schon, Kara. Ich glaube, du hast keine Wahl. Wir sind Jerry. Na dann. Aber was ist mit Kara? Was ist mit Alice? Interessiert mich jetzt. Seht ihr die Fußabdrücke, die wir hinterlassen? Oh ja, die bleiben da. Okay. Be our guest. Geht bitte an Bord. Das Karussell wird sich gleich drehen. Sie lächelt zum allerersten Mal. Bisher gab es ja auch nicht viel zu lächeln. Toll war das. Toll, das war richtig gut. Echt. Und die Cherries haben mir auch gut gefallen am Schluss jetzt. Das ist ja Wahnsinn, ey. Okay. Ich erzähle euch jetzt die Geschichte von einer Folge, in der wir wieder fast alles gelöst haben. Okay. Die Höhle des Piraten zu 95% abgeschlossen. Highway zur Hilfe. Mit Luther geredet, okay. Eins haben wir da oben noch verschlossen, das haben wir nicht, keine Ahnung, was da gewesen wäre. Also, okay. Alice hat auch nicht jeder angeguckt, okay. Umgebung gescannt. Und auf dem Jahrmarkt haben wir auch eine Sache nicht gesehen. Ich habe es versucht, alles zu finden, aber ich habe es ja eins halt nicht gefunden, okay. Kneipe, die Kneipe betreten, jawohl. So, da haben wir alles gemacht, genau. Wir haben die Schrift von RA9 gesehen, die hat lange nicht jeder gesehen, aber wir haben jetzt rausgefunden, was RA9 ist, nämlich der erste Abweichler. Ja, der, wo Kara meint, er ist vielleicht eine Legende, den gibt's gar nicht. Und er sagt, nee, den gibt's schon. Mein lieber Mann, den gibt's schon, ja. Dann haben wir den Piraten angesehen, das haben auch nicht viele gemacht. Cool. Okay, dann Bett hergerichtet, Poster angeschaut, mit Alice geredet. Jawohl. Das hat dann jeder gemacht, Tasche geöffnet, okay, eine Geschichte erzählt, okay. Und dann hier, Alice hat keinen Hunger, Kara bemerkt die Waffe, jawohl. Jetzt hier, als die Schatten angegriffen haben, haben wir Alice beschützt, das haben die meisten gemacht. Die allermeisten haben Alice beschützt. Eventuell hängt es auch damit zusammen, dass man dazu einfach nur geradeaus gucken musste. Man musste nicht rechts oder links gucken. Zum Stock aus dem Feuer nehmen musste man sich ja nach links drehen, weit, ja. Und überhaupt Feuer löschen. Das heißt, die haben das als Option wahrscheinlich gar nicht so wahrgenommen. Vermutlich. Ja? So, hätten wir jetzt die Waffe genommen, hätten wir die bedrohen können. Das haben 0% gemacht. Gell? Aber wir haben ja die Waffe nicht genommen, die hat Luther genommen. Wir haben Alice beschützt und konnten dadurch die Frage stellen. Und dann haben wir gefragt und dann war alles gut. Also die Frage und dann war das Problem sofort gelöst. Durch ein Gespräch. Also das ging dann rucki-zucki. Die Angreifer geben sich als Cherries zu erkennen. Dann waren wir draußen, zum Karussell gegangen, Karussell eingeschaltet. Gut, das wäre also auf jeden Fall passiert mit dem Karussell, alles klar. Und hier die Gruppe genoss einen stillen gemeinsamen Moment, das war gut. Das Wichtigste hier in dieser Folge,
war das mit dem RA9 tatsächlich, was man auch hätte verpassen können. Weil das Ende hier ist ja immer dasselbe. Also RA9. Ja, jetzt wissen wir, was RA9 ist. Klasse. Also Leute, ich freue mich total, dass ihr dabei wart. Es war, ihr macht es gut, ihr seid tapfer, ihr haltet mich aus. Also schaltet das nächste Mal wieder ein. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar und ein Abo da und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.